Mit dem Erscheinen von Ryzen 5800X 3D ist somit der letzte Prozessor, der noch den AM4-Sockel benutzt, erwerbbar, zumindest wenn man ihn bekommt. Passend dazu habe ich mir gedacht, ein paar Benchmarks durchzuführen, die normalerweise nicht in den üblichen Testrepertoire vorhanden sind. Alle Tests sind in 1440p durchgeführt, da diese Spiele wirklich nur die CPU stark belasten. Die Spieleclips im Hintergrund sind die Aufnahmen vom 3800X mit 3600 MHz RAM. Ich muss dazu aber sagen, dass der 5800X 3D nicht übertaktet werden kann, zumindest jetzt noch nicht wirklich, und ich meinen Arbeitsspeicher wieder auf 3000 MHz stellen musste, da der Probleme mit der Übertaktung hatte. Vollständige Systemdetails stehen dann in der Beschreibung. Starten tun wir mit RimWorld. Hier habe ich mir eine Karte mit 90 Kolonisten erstellt und denen alle nötige Tätigkeiten zugewiesen. Des Weiteren sind 10 Händler mit auf der Karte und es läuft mit dreifacher Geschwindigkeit. Das soll ein Worst-Case-Szenario darstellen. Und falls ihr auch ein paar Tests durchführen wollt, verlinke ich den Safe in der Beschreibung. Als erstes sehen wir hier die Durchschnitts-FPS und da können wir schon das erkennen, was wir im ganzen Video sehen werden. Bei diesen Streifendiagrammen ist der 5800X 3D immer oben und der 3800X wie beschrieben immer unten. Der 5800 fliegt förmlich den 3800 davon und übertrifft mit seinen 1%igen FPS fast die Durchschnitts-FPS vom 3800. In Zahlen ausgedrückt sind die FPS bei 0,2%igen Anteil 23%, bei den 1%igen Anteil um 20% und im Durchschnitt 50% höher. Hier sind die FPS nochmal als Graph dargestellt. Und da bei dem Neustart einer Karte nicht immer 100% das gleiche Ergebnis eintrifft, gibt es Varianzen. Sobald ein Kolonist zum Berserker wird, stoppt die dreifache Beschleunigung und dort auch der Test. Deswegen ist der 5800X 3D kürzer in der Laufzeit. Bei den Frametimes ist der 3800X immer grün und der 5800X 3D immer orange. Die Frametimes, also die Zeit, die ein Bild benötigt zum Anzeigen, sind im Allgemeinen beim 5800 niedriger und schneller. Stellaris ist das nächste Spiel, was ich in drei Optionen getestet habe. Ich habe immer in der schnellsten Geschwindigkeit ein Jahr vom 01.01. bis zum 01.01. nächstes Jahr durchlaufen lassen. Als erstes kommt das Early Game, wo ich nicht sehr viel erwartet habe, doch die Diagramme sprechen für sich. Ein Plus von 45% bei den 0,2%igen und 50% in den durchschnittlichen FPS sprechen für sich. Und einen kleinen Anstieg von 17% in 1%igen Bereich kommt dem 5800 zugute. Zu den Graphen gibt es nicht viel zu sagen, außer dass immer in der Mitte, am 7. Monat, ein Safe erstellt wurde und deshalb dort ein kleiner Einbruch zu sehen ist. Wo eben noch wenig Neues zu sehen war, gibt es bei den Frametimes ein paar Anomalien. Wer Stellaris kennt, weiß, dass am Anfang des Monats immer eine Berechnung läuft, die alle Rohstoffe und deren Erzeugnisse mit einschließt. Darum sieht man viele Sprünge nach oben. Man hat hier allerdings noch etwas Wichtigeres, nämlich dass die aufgenommene Zeit bei den 5800 deutlich kürzer ist. Dies liegt nicht an den Unterschieden, sondern an den schnellen Berechnungen dergleichen. Es gibt ein 40% schnelleres Jahr. Jetzt steht das Midgame an. FPS sind nicht mehr so viel mehr, aber dennoch bei 0,2%igen 35%, bei 1%igen 13% und bei dem Durchschnitt 42% höher. Der Graph zeigt die Monatsanfänge jetzt deutlich dar, mit Einbrüchen in der FPS, aber vor allem bei den Frametimes. Da schnallen die Aufzeichnungen so weit nach oben, dass ich den Graph ein wenig korrigieren musste. Die Monate verlaufen ein wenig besser bei den 5800, doch die Zeitersparnis beträgt hier saftige 65%. Im Endgame haben wir 38%, 25% und 42% plus für 0,2%igen, 1%igen und Durchschnitts-FPS. Die Monate vergingen bei den 5800 deutlich schneller, deshalb hat er viel öfter hintereinander Einbrüche in den FPS. Wenn wir den Barcode hier korrigieren, können wir wieder sehen, dass die Anfänge der Monate beim 3800 deutlicher zu spüren sind. Was der große Ausschlag am Anfang der Aufnahme ist, kann ich allerdings nicht genau sagen. Als nächstes kommt noch mit Factorio ein Spiel, was schon von Weitem aussieht wie ein CPU, welchen dessen auch sehr fördern kann. Auf Factorio Box kann man ganz einfach Benchmarks mit vorhandenen Maps durchführen, um zu errechnen, wie viele Updates pro Sekunde, kurz UPS, man bekommt. Hier habe ich die zwei am häufigsten benutzten Maps genutzt. Zusätzlich habe ich noch einen i9-12900KS Benchmark gefunden, der direkt vor mir durchgeführt wurde, um als Vergleich zu dienen. Bei Wargers oder Wargers 100% Map haben der 3800 mit 60, der 5800 mit 94 und der i9 mit 78 UPS gute Dienste geleistet. Der 5800 hat sich mit 56% plus vom 3800 abgesetzt und den deutlich schnelleren, teureren und stromhungrigeren i9 noch immer mit 20% Führung übertroffen. Flameslash 10.000 Wissenschaft pro Minute ist noch vielversprechender. Der 3800 erreicht gute 147 UPS, während der 12.900KS 229 UPS an Land zieht. Der 5800X 3D lässt aber beide im Staub mit 328 UPS und ist somit 123% schneller als der 3800 und 43% flinker als der 12900. Zu guter Letzt habe ich hier noch den 3D Mark Times 2 laufen lassen. Doch hier hat man fast keinen Unterschied zu einem guten übertakteten 3800X. 10.900 zu 11.316 ist zwar auch ein Gewinn für den 5800X 3D, aber nur mit 3% Unterschied schon fast in den Messtoleranzen. Falls ich noch andere Tests durchführen soll, könnt ihr mir eure Vorschläge gerne in die Kommentare posten. Ich werde sie nicht mit meinen 3800 vergleichen können, aber wie schnell der 5800X 3D wird, kann ich euch trotzdem sagen. In der Beschreibung stehen alle meine Spezifikationen und auch die Tests, die ich benutzt habe, sowie das Safe Game vom RimWorld. Wenn ihr das Stellaris Safe Game haben möchtet, kann ich euch das auch gerne hochladen. Falls noch irgendwelche weiteren Fragen sind, stellt sie gerne in die Kommentare.